Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Eon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört, dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommen, eine Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines, dann müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter, unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Und weiter geht's mit Fraport. Also, erstmal zu den Terminen. Die haben am 19.03. vorbörslich bringen sie ihren Jahresabschluss. Am 14.05. kommt der nächste, das erste Quartal. Und dann schon gleich die Hauptversammlung am 28.05. Die haben bekannt gegeben, dass sie im November 12% mehr Leute in Fraport hatten. Und es gibt folgende Analystenschätzung. Jefferies ist die schwächste mit 43. Der Aktienkurs ist im Moment bei 54,70. 43 ist schwach. Jefferies sind sehr gute Analysten. Ja, sie werden sich dabei schon was gedacht haben. Hingegen haben wir UBS bei 53, JP Morgan bei 55. Also ungefähr da, wo wir momentan sind. Jetzt ist es so, ich komme ja eigentlich aus Frankfurt, aber ich wohne hier in München. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war, da habe ich immer Radio FFH gehört. Hier in München höre ich Antenne Bayern, Schleichwerbung. Da habe ich übrigens wieder was hingespendet, wollte ich nur sagen, hier von den Einnahmen aus YouTube. Weil das hatte ich ja versprochen, dass die Eingaben, die spende ich ja. So, und hier in München war das den ganzen Frühling über in den Sommer rein die Werbung Fraport, Flughafen München, wir suchen Leute, überdurchschnittliche Bezahlung, Goodies im Duty-Free-Shop. Und ich bin im September von Frankreich zurückgekommen, ich habe eine Stunde auf mein Gepäck gewartet. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Das sind nur 500 Meter. Das hat Ewigkeiten gedauert. Die ganzen Passagiere waren richtig sauer, vor allen Dingen die Leute, die draußen gewartet haben. Weil dann steht dann gelandet, fährst du hin, da musst du noch eine Stunde warten. Also gut war das nicht, aber das scheint sich, sagen wir mal, normalisiert zu haben. Deswegen würde ich mal das sehen, wie das beim Fraport ist in Frankfurt. Ich wusste es aber nicht. So, jetzt zum Chart. Das ist der Monatschart. Wir sehen hier ganz klar, häufiger angelegt, deswegen von doch schon von Bedeutung, ist dieser Downtrend. Wir haben es jetzt im Monat Dezember nicht geschafft, über das Band zu gehen oder über den Trend. Sogar diese, ich mach's mal größer, diese Kerze gefällt mir nicht hier. Außenband raus, ins Band rein, so eine Art Shootingstar ist nicht so schön momentan. Zahlen hin und her. Ansonsten sind wir hier von der Technik her leicht positiv, hier immer noch leicht positiv. Aber der Freund gefällt mir nicht. Dieser Trend, der jetzt für den Januar liegt bei 58,57, je nachdem wie spitz der Bleistift ist, der ist für mich wichtig. Wenn sie den schaffen, nachhaltig, dann habe ich auch nur hier so den Bereich um die 71 als Widerstand. Die sind noch weit weg von ihren Vor-Corona-Hochs. Weit, weit weg. Aber wenn ich mir das so anschaue, gerade mit der Kerze, muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal die 20-Monats-Linie sehen im Bereich von 46,80. Mal schauen, was die Woche dazu sagt. Ja, und die Woche gibt ein frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Wird weich und leicht negativ über die moderne Sichtweise des MACDs. Das ist ein schöner Anstieg gewesen hier von 44 hoch bis 57, fast 58, ist ja schön. Aber verglichen mit dem Gesamtmarkt sind die da hinten dran geblieben. Also auch hier muss ich eher davon ausgehen, dass wir nochmal eine Etage tiefer gehen, vielleicht auf die 20-Wochen-Linie, so um die 51.
Dann haben wir hier den sehr wichtigen Support kommend vom Mai 23. Der liegt im Moment hier bei 44,29. Da liegt auch das untere Wochenband. Also das wäre die Extrembewegung. Das sehe ich aber im Moment noch nicht. Weil mit Blick auf den Tag ist es so, erstmal die Technik, wir sind noch negativ hier über das MACD, sowohl traditionelle als auch moderne Sichtweise. Wir gelten als überverkauft in der Stochastik. Ob das sowas gleich wird, weiß ich nicht, weil hier sieht man nämlich den Unterschied, hier steigt das MACD schon und dann steigen beide, die Stochastik auch, aber hier fällt das MACD noch. Von daher ist das hier noch nicht fertig. Ich muss hier warten, bis hier eine Stabilisierung reinkommt. Interessant erscheint mir in dem Zusammenhang auch, wenn ich jetzt mal ganz oberflächlich die Retracements anlege, dieser Bereich hier, 38,2 Retracements bei 52,59, wird mir vom Chart nur hier so ein bisschen bestätigt. Ich glaube eher, dass wir uns nochmal mit diesem Bereich um die 51 auseinandersetzen müssen. Wir sind deutlicher über der 200-Tage-Linie, ja, aber das sieht so aus, als ob es ein bisschen atmet. Jetzt zeige ich erstmal die Scheine. Ich habe, bevor ich dazu noch was sage, komm her. Ich habe zwei Calls ausgesucht. Der eine ist für die Mutigen, 48,13. Da sind wir unter dem 61er Retracement, unter der 200-Tage-Linie. Ich glaube nicht, dass man sich mit der beeilen muss, aber so in dem Bereich 51 zu 52 sollte man sich den näher anschauen. Wem der zu heiß ist, und das kann ich verstehen, da habe ich noch einen 43er hinzugeschrieben. Der liegt sogar unter dieser, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Unterstützung, die wir hatten, bei 44,32. Da muss man ein bisschen warten. Fraport hat natürlich das Problem, da streikt mal der oder jener oder solcher oder es gibt einen Sturm namens Soltan oder was auch immer. Da können die immer mal schnelle 5% steigen oder fallen. Das machen die gerne. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber der ist weit genug weg. Die Idee von so einem Schein ist ja hier, also 43er Basis. Angenommen, die sind bei 50, die Aktie, dass man dann nicht den heißen Schein nimmt und nachts nicht schlafen kann, sondern einen, der weiter weg ist. Und statt sich 100 Fraport-Aktien zu kaufen für 5.200 Euro, kann man dann auch 1.000 Scheine kaufen. Die dürften dann stehen, so wenn der Wert hier bei 50 ist, sagen wir mal so ganz grob 70 Cent. Ja, dann gebe ich 700 Euro für aus, aber das Gleiche. Ich habe 1.000 Scheine, 10 zu einer Niveau, entspricht 100 Aktien. Nur für die Aktien wende ich halt 5.000 auf und für die Freunde dann nur 700. So, das ist eigentlich die Alternative, warum ich sowas immer ganz gerne nenne. Es nennt sich Hebel. Man kann natürlich auch sagen, gut, statt die 5.000 in die Aktie reinzustecken, stecke ich 5.000 in die Option. Klar, habt ihr dementsprechend mehr. Das ist die Idee. Ich habe auch einen Put genannt hier, 59,56. Damit liegen wir hinter diesem, ich hole nochmal ran, hinter diesem langen, langen Downtrend. Na, komm her, warte mal, ich gehe am besten mal auf den Monat nochmal. So, da ist er, hier, der Freund da. Ja, von dem Alltime High, war das 2018 bei fast 100. Das ist dieser Trend, den ich da eingezeichnet habe. Und dahinter liegt dieser Schein, der hier. Den kann man auch nehmen zum Absichern. Also ich rechne damit, dass wir das noch nicht hier fertig haben. Wir müssen noch ein bisschen weiter runtergehen. Vielleicht hält schon die 52,59 hier das 38,2er Niveau. Das müssen wir mal schauen, ja. Ich glaube, man muss sich auch hier nicht mit einem Kauf beeilen. Hochinteressant wird es, wenn dieser lange Downtrend bei im Moment auf Tagessicht 58,50, wenn der gebrochen ist, haben wir einen Doppeltop vermieden und gehen darüber. Dann haben die auch das Ziel von 70. Grundsätzlich mag ich die eigentlich sehr gerne. So, Dalle, Lufthansa war bei mir die am aktivsten gehandelte Aktie von allem, was ich in dem Jahr gehandelt habe. Da war ich 21 Mal rein und raus. Ich mag die. Ich halte die auch für durchaus berechenbar. Fangen wir mal an. Termine. Hier, 30.04., warte mal, am 7.03. der Jahresabschluss, am 30.04. Bericht fürs erste Quartal, am 7.05. die Hauptversammlung. Die Kerosinsteuer, die ist erstmal vom Tisch, aber trotzdem wird die Ticketsteuer erhöht. Staat muss ja seine Löcher stopfen. So, das zahlt Lufthansa bestimmt nicht, das zahlen wir. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, ich mag die Firma Lufthansa. Also die Aktie, die Firma, alles fein.
Ich versuche auch mit denen zu fliegen, aber ich bin Mitte Februar fliege ich wieder nach Koh Samui, um da meine Kochausbildung fertig zu machen oder weiterzumachen. Fertig ist sie nie. Und da habe ich auch wieder Preise verglichen. Der Luxus, den ich mir bei diesem Urlaub da gönne, ist ein Business-Class-Flug. Habe ich geschaut. Ergebnis ist, ich fliege mit Qatar Airways. Da zahle ich ungefähr 20% weniger als das, was ich bei der Lufthansa zahle. Also ich sehe nicht ein, warum ich da 20% mehr zahlen soll für die Lufthansa. Ich sehe es nicht ein, es tut mir leid, das ist immer das Gleiche. Innerdeutsch habe ich da wenig Wahlmöglichkeiten, außer vielleicht der Bahn, aber das tue ich mir auch nicht mehr an. Aber ich sehe es nicht ein, die Lufthansa ist überall deutlich teurer als die Konkurrenz. Und mir haben einige meiner Kontakte gesagt, du nimm doch mal Qatar Airways da, Essen ist toll, Leute sind toll. Kann ich auch mal wieder ein bisschen Arabisch sprechen, das habe ich auch mal ein bisschen gelernt, ja. Und da freuen sich also auch die Damen der Lüfte, Inshallah. Aber ich kann so einen Langstreckenflug mit Lufthansa nicht machen. Es gibt deutlich günstigeres. Und das Geld, was ich da spare bei dem Flug, zahlt mir alle meine Kochkurse. Also irgendwo versuche ich da auch vernünftig zu sein. Unabhängig davon, wie gesagt, eins der oder die meistgehandelte Aktie bei mir im Depot mit allen möglichen Scheinen, das hat richtig Spaß gemacht in dem Jahr, das ist der Monatschart. Auf die drei Freunde gehe ich gleich ein. Wichtig ist diese ganz, ganz lange Unterstützung bei 4,86. Ist neutral über den Trendfolger. Ja, wir sind ordentlich gestiegen, hoch bis 11, was war denn das? 11,20, das war im März. Und von dann hat es ein bisschen verloren. Sammelt sich aber wieder, liegt über der 20-Monats-Linie. Aber hier bekomme ich auch ein schönes Signal rein. Also es sieht für mich so aus, als ob dieser Boden hier nicht nur weiter Bestand hat, sondern dass dieses Hoch auch relativ schnell wieder angegriffen wird. Gucken wir mal auf die Woche. Da sind sie ja jetzt hier seit Ende Oktober sind sie ja im Zuge des gesamten DAXes gestiegen, haben auch profitiert von den Zahlen von Fraport, die ich vorhin nannte, werden hier ein wenig weicher. Aber das ist jetzt für mich noch nicht so dramatisch. Hier kann ich auf den ersten Pfeil eingehen. Das ist eine Chartunterstützung kommend von Ende Oktober. Die liegt im Moment, wenn ich sie richtig angelegt habe, bei 6,53. 200-Wochen-Linie liegt bei 7,22 und dann habe ich hier, da gehe ich jetzt am Tag ein, da sieht man es besser, habe ich hier eine weitere Unterstützung. Also, fangen wir von oben an. Der Widerstand hier, den wir hatten bei den 11, nee, das war die 8,57, verbindet sich mit der 200-Tage-Linie. Das ist wichtig. Dann nehmen wir einen Doppeltop raus und wir gehen über die 200-Tage-Linie. Wäre schön. Mit erstem Ziel 9,30 und zweitem Ziel sind wir dann rund bei der 10. Das rein vom Chart her, wir sind leicht unter der 20-Tage-Linie, die Bänder werden enger. Ich glaube, da kommt eine Bewegung. Dann habe ich hier, den hatte ich genannt, habe ich hier die nächste Unterstützung, die ist hier bei 7,67. Wir handeln bei 8,004, bei 8. Wir sind von der täglichen Technik über den Oszillator völlig im neutralen Bereich, ohne ein nennenswertes Signal. Und das MACD ist neutral. Ich habe folgende Scheine ausgesucht. Und zwar nur Calls. Ich habe keine Puts genannt, weil ich nicht glaube, dass die nennenswert nach unten fallen werden. Ich möchte, das ist vielleicht vorab, eigentlich in Lufthansa immer so eine Handposition haben. Auch wenn die mal ein bisschen schief liegt. Ich möchte immer welche haben, weil ich glaube an die Firma. Natürlich sind die auch sehr sensitiv, was mal ein Streik vom Flugpersonal, Piloten und Bodenpersonal alles angeht. Ja, die haben ja gleich drei Sorten, wo gestreikt wird. Und ich wette, was ich habe, da wird dieses Jahr auch wieder gestreikt. Hier habe ich den ersten, das ist der 6,84er. Da sind wir hier. Den schaue ich mir ganz genau an, wenn wir den Bereich um 7,70 verteidigen. Verteidigen würden heißen, wir setzen dann hier nochmal auf und gehen dann über die 20-Tage-Linie. Dann kommt der bei mir ins Buch. Man kann aber auch einen 5,84er nehmen. Da liegen wir unter diesem Tief, was wir hatten von Ende Oktober. Da liegen wir sogar, Moment, da liegen wir hier. Kann man auch machen. Hat momentan einen kleinen Hebel, aber auch den schaue ich mir an. Deswegen muss ich dann abwägen. Wem das zu heiß ist, der sagt, nee, mit den Streiks und so. Dann soll er unter dieses, was ich als sehr stabiles Low erachte, bei 4,80 gehen. Ja, ein 4,50er, 4,60er.
Nochmal, die Idee soll sein, statt das Geld, ähnlich wie in Frankfurt, statt das Geld komplett in die Aktie reinzuhauen, sich stattdessen ein Derivat zu kaufen. Man zahlt weniger Geld ein oder man kann mehr Derivate kaufen, als man für den gleichen Betrag in Aktien investiert hätte. Also ich mag die Lufthansa, ich will sie behaben und ich rechne eher mit einem Kurs von 13 als mit einem Kurs von, sagen wir mal, 5. Ich werde immer eine Handposition haben und wenn wir so um die 18, ich habe es jetzt nicht gemacht, jetzt hier im Jahreswechsel wollte ich keine Position haben, ich werde ab 7,75 anfangen und alle 75 Cent nach unten mir was reinkaufen. So, und als letzten Wert in diesem Clip gibt es die TUI, auch Reisebranche. Ich meine, die gesamte Reisebranche ist ja wirklich gut gelaufen. Dass jetzt Lufthansa ist, jetzt geben sie halt mal ein bisschen nach, aber die Hotels, Accor, ja, nur noch 5 Euro vom Alltime entfernt. Hyatt, neues Alltime High. Marriott, neues Alltime High. Royal Caribbean, super gelaufen. Ja. Also das ist alles in Ordnung. Die Leute wollen und können auch wieder reisen. Also das ist schon in Ordnung. Mein Problem mit TUI ist, ich finde diesen glitschig wie ein Aal. Soll sagen, diese ganzen Kapitalmaßnahmen, die es so in den letzten Jahren gab, und Erhöhung und Split und Aktienswap und hast du nicht gesehen? Ich finde die Bilanz ganz, ganz schwierig zu lesen. Also ich kann sie nicht lesen, gebe ich ganz offen zu. Das ist für mich ähnlich verwirrend wie bei Geely. Nichtsdestotrotz, sie lagen gut und Reise, wie gesagt, ist in Ordnung. Gucken wir sie uns mal ein bisschen genauer an. Das ist der Monatschart und weil man hier fast gar nichts erkennt, gehe ich mal hier. Wann war denn das? Das war 1999. Das können wir gleich weglassen. Gucken wir mal hier den Monatschart rein. Das ist ein frisches Kaufsignal hier und es wird bestätigt über das MACD. Das ist in Ordnung. Sie liegen an der 20-Monats-Linie und hier habe ich mal so einen Trend gezogen, der für mich recht wichtig ist, weil der ist oftmals bestätigt und der liegt nach meinem Dafürhalten, nach meiner Berechnung momentan so um die 11. Aber sie sind dran. Die haben sich von ihrem Tief, was sie hatten bei 4,43, haben sich gelöst und liegen hier an diesem Trend dran, an dieser 20-Monats-Linie dran. Also von daher vom Monat finde ich es grundsätzlich in Ordnung. Die Woche, ja, die hat natürlich jetzt hier ordentlich Gas gegeben, von der eben genannten 4,35, die hat es ja fast verdoppelt. Liegen sie deutlich, liegen oben am Band und machen jetzt hier so ein Seitwärts-Ding-Gedöne. Ja. Und dieser Punkt ist auch recht wichtig, der kommt schon von hier hinten und der kam auch, glaube ich, noch weiter von hier hinten sogar, mal schauen. Ja, das war hier mal ein Support, war hier ein klitzekleiner Widerstand. Hier sind wir dann durch und haben mehr verloren. Und dann haben wir im Juli diesen Jahres den nochmal gesehen. Also das ist schon eine markante Chartmarke. Und hier liegt der Trend, das ist die 200-Wochen-Linie. Von der wöchentlichen Technik ein bisschen, ne, das muss ich mal hier runter machen, wird es ein bisschen weicher, nach dem doch recht starken Anstieg wird es ein bisschen weicher und hier wird es Stochastik auch, aber noch ohne Verkaufssignal. Also das ist noch nicht sowas hier oder sowas. Gucken wir mal auf den Tag. Hier ist der Tag. Voilà. Also das ist eine sehr markante Unterstützung hier. Auch mal wieder einen schönen Hammer da gemacht bei 4,37 und das ist gar nicht so lange her. Das war im Oktober und dann richtig Gas gegeben. Ja? Ist okay. Wir sind völlig neutral über den Oszillator, über den Trendfolger. Wir handeln kurz über der 20-Tage-Linie. Schaut euch jetzt nochmal zum Vergleich Fraport und Lufthansa an. Das ist, es ist in Ordnung, aber sie schreiten noch ein bisschen nach Pause. Aber dieser Punkt hier, da, diese 7,40 erscheinen mir doch wichtig, um dann nochmal einen Sprung nach oben zu machen. Also ich präferiere, ich halte sie für leichter zum Handeln, eine Lufthansa und eine Fraport gegenüber der TUI. Aber die TUI ist halt der Zock in diesen drei Filmen oder in diesen drei Werten, die ich eben genannt habe. Als Schein habe ich nur einen. Ich habe den hier genommen, 5,20er. Ich denke im Moment nicht, dass man sich beeilen muss, bezogen auf die Woche und der Tag, der macht jetzt mir ich auch nicht hier so scharf drauf. Ich glaube, da kann man ein bisschen warten, bis es vielleicht noch mal ein bisschen atmet, so runter auf diese 6,20 hier auf die 200-Tage-Linie. Und dann wäre es dieser Schein. Ich traue mich da nicht näher ran. 5,20, da sind wir hier, da. Deutlich unterhalb des Bandes. Deutlich unter dieser Unterstützung, die sie hier vollzogen hat. 5,20, das ist ein Schein für die Citibank.
Näher traue ich mich da nicht ran, weil die TUI, das ist ja alle, die, wie gesagt, klitschig wie ein Aal, die geht da mal ihre 10% hoch oder auch runter in einer Sitzung.